Ja Leute, willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ja, wir haben im letzten Part coolerweise mit der Hilfe von Pater Frederick und Victoria nebenbei bemerkt, quasi endlich Informationen über Lothar gefunden und die Urne hat uns der liebe Totengräber gegeben, nachdem wir erfahren haben, dass die Leiche zwar einige Jahre in Ashbury war, aber sie letztendlich verbrannt wurde. Leider ist die Urne jetzt, glaube ich, weg. Wo hat er die hingeschmissen? Und jetzt müssen wir wohl oder übel Williams Grab schänden, schätze ich mal. Aber wir brauchen dafür... Ah, ich kann den Werkzeugkasten, cool. Die Taschenlampe könnte bei dieser Dunkelheit nützlich sein. Und der Totengräber ist wahrscheinlich noch immer am Arbeiten? Ja, ich weiß gar nicht, was die für Zeiten haben. Ich glaube, bei denen ist das relativ unregelmäßig. Ich würde ja gerne wissen, was die so verdienen, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann gehen wir mal... Ja, Totengräber brauche ich jetzt gerade nicht. Oder... Nee. Sie brennt. Die Batterien sind in Ordnung. Okay. Williams Grab. Der Boden ist noch nicht hart. Was sage ich denn da? Ja, dann leuchte man mit der Taschenlampe hin. Ach so, das geht der nicht. Boot, was sage ich denn da? Naja, wie soll er denn hart sein, wenn der... Eigentlich ist das logisch. Ach so, wir müssten das hier aufmachen. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir da hinkommen, wo der Totengräber letztes Mal dieses komische... Also letztes Mal ist relativ vor einigen Parts, dass irgendein so ein komisches Grab ausgehoben hat, weil ich schätze mal, wir brauchen dafür eine Schaufel oder einen Spaten oder irgend sowas, damit wir das Grab aufschaufeln können. Ja, man merkt schon, dass es Samuel eh irgendwie zuwider ist, aber er muss das ja, er muss das endgültig beenden, das hat er eh zu, quasi gedanklich zu William gesagt, ne? Es ist eh traurig, dass man sowas machen muss, aber offiziell ist sowas eh strafbar, das ist ja das Traurige daran. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ja, ist logisch, ne? Ah, hier ist schon was. Also ein Haufen. Es ist dunkel. Erdhaufen. Ich kann nichts erkennen. Ja, dann nimm doch die Taschenlampe. Die Batterien sind in Ordnung. Ah, okay. Auf dem Haufen liegt eine Schaufel. Dann nimm sie dir, mein Freund. Okay, der Haufen ist dann noch immer ein paar Meter weg, aber egal. Geiler Spielebug. So, damit müssten wir jetzt normalerweise das Grab ausheben können. Alter Schwede. Das erinnert mich irgendwie an den Film Friedhof der Kuscheltiere, falls ihr ihn kennt. Da gibt es ja offiziell drei Teile, also quasi den ersten Teil, den zweiten Teil und seit letztes Jahr oder vorletztes Jahr das Remake zum ersten Teil. Also ich fand beide Teile eigentlich wahnsinnig gut. Nein, nicht Kirche verlassen. Zum Friedhof. Ja, ich wollte jetzt nicht riskieren, dass er irgendwie zurückgeht. Das wäre jetzt irgendwie dumm gewesen. Aber das ist cool, Leute. Naja, cool nicht, aber dass es endlich mal rapide weitergeht. So. Ich muss erst den Totengräber loswerden. Und wie willst du das machen? Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Vielleicht mit Frederick wieder? Keine Ahnung. Reden wir mal mit Frederick, ja. Oh Mann, wenn er sich doch ein bisschen schneller bewegen würde. Ja, ich könnte das rein theoretisch beim Rendern dann verschnellern, aber... Ich sag jetzt mal die paar Sekunden, was das eigentlich sind. Nur für mich als Spieler ist das halt zäh, weil... Ich sage jetzt mal, er braucht ungefähr eine halbe Minute, bis er da hinkommt. Die könnten wir jetzt eigentlich rein theoretisch ersparen. Ach, Frederick. Falls er überhaupt irgendwas sagt dazu.
Was sollen wir zum Ding sagen, zum Totengräber? Ich will ihn nicht stören. Super, wenn er nichts zu sagen hat, was sollen wir dann jetzt machen? Alter. Ja, ich bin schon wieder angepisst. Ich meine, das Spiel ist genau so, wie man es sich eigentlich von einem Mystery- oder Point-and-Click-Adventure-Spiel erwartet. Es ist nicht einfach, man muss, ja, sagen wir, sehr viel überlegen. Beziehungsweise nicht überlegen, aber manchmal sind Sachen dabei, wo ich mir denke, wie kommt man auf sowas? Beziehungsweise, wo findet man das? Ja, vielleicht müssen wir ihn einfach einsperren, den Totengräber. Aber wie? Das wäre mal interessant, ne? Moment mal. Da, ein Draht. Können wir den mitnehmen? Er hält die Metalltür auf. Alter Samuel, du bist ja echt gemein. Das heißt, da ist noch was, oder wie? Ein Keil. Cool, was ist ein Keil? Der Keil hält die Tür auf. Ah, jetzt schließe ich die Tür. Alter, wie gemein. Samuel. Ich kann nicht so leicht rauskommen. Alter, wie gemein. Haben wir das jetzt bekommen, das Zeug? Nee, haben wir nicht. Aber jetzt können wir in Ruhe graben, oder? Ach du Scheiße, Samuel. Verzeih mir, William. Ich musste es tun. Jawohl, der Schlüssel, Leute. Der fünfte und letzte Schlüssel. Ja, das ist William. Aber man sieht von seiner Wunde nichts. Tja. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich... müssen wir wieder zu Pater Frederick... Oh Mann, ich hätte es doch wenigstens zugeschaufelt. Ich meine... Ach, was ist denn da jetzt? Unsere Kutsche. Jemand muss damit zur Kirche gefahren sein. Victoria? Ich werfe besser einen Blick in die Kirche. Das war Bates. Was macht er denn hier? Warum ist er so schnell in den Beichtstuhl verschwunden? Ich muss es irgendwie herausfinden. Jemand kommt. Wahrscheinlich Pater Frederick. Ich habe vor wenigen Minuten Schritte gehört. Ist jemand vor Ihnen hereingekommen? Ich habe niemanden gesehen. Sie müssen mich gehört haben. Vielleicht haben Sie recht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, Pater. Danke. In dem Fall werde ich jetzt gehen. Ach so, Samuel will sich jetzt als Pater Frederick ausgeben, oder wie sehe ich das? Pater, mich belastet ein furchtbares Geheimnis. Ich weiß... Wer dieses Böse verursacht hat. Ich weiß, wer diese Menschen umgebracht hat. Ich kann es nicht länger ertragen, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Darum muss ich es beichten.
Ich habe gesehen, wie er sich durch die finstere Nacht schlich. Seine Hände waren blutbefleckt. Ein furchtbarer Anblick. Ich versteckte mich schnell, damit er mich nicht sehen konnte. Als ich sein Gesicht sah, ließ mich der Anblick vor Angst erschauern. Diese Augen sehe ich immer noch vor mir. Ich habe so lange geschwiegen. Ich konnte es niemandem sagen. Man hätte mir sowieso nicht geglaubt. Ich selbst hätte es nicht geglaubt, wenn ich sein Gesicht nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe Angst, seinen Namen auszusprechen, Pater. Sprich weiter, mein Sohn. Ich weiß, dass der Teufel viele Gesichter hat. In dieser Nacht habe ich eines davon gesehen. Es war das Gesicht des Schlossherrn von Blackmirror, vom jüngsten Mitglied der Familie, Samuel Gordon. Das müssen die Haare des Mörders sein. Der Mörder hat also schwarze Haare. Denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Möge Gott ihm seine Sünden vergeben. Somit haben wir jetzt Kapitel 6 vor uns. Ach du Scheiße, Samuel ist der Mörder, ohne dass er es wirklich richtig mitgekriegt hat. Das ist ja krass, Leute. Ich hatte allerdings schon eine Vermutung, muss ich ehrlich sagen. Wer hat denn sonst noch schwarze Haare? Der Blick durch den Spiegel. Vergib mir meine Sünden, Herr, und gib mir die Kraft, weiterzumachen. Gib mir die Kraft, gegen das Böse zu bestehen und den Fluch zu beseitigen, der schon so lange auf meiner Familie lastet. Gib mir die Kraft, Herr. Amen. Es gibt nur einen Weg vom Allerheiligsten der Kirche aus. Ich muss in die Tiefen der Katakomben hinabsteigen und die Quelle des Bösen zerstören, das von meiner Seele Besitz ergriffen hat. Okay, da sind wir wieder in die Katakomben. Er meint mit dem Bösen übrigens die Seele von Mordred. Mordred war quasi der oder die böse Kreatur der Familie. Und dieser Fluch lastet quasi in Samuel. Oh Mann, ist das krass, Leute, ganz ehrlich. Da ist es stockfinster. Dann wahrscheinlich hier beim Steinrelief, oder? Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Okay, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, irgendwas Pentagramm. Ja, ich sehe auch, dass das ein paar... Haben wir irgendwas, was wir hier vielleicht reintun könnten? Okay, die Schlüssel wahrscheinlich noch nicht, weil dafür ist das ehrlich gesagt ein bisschen... Achso, jetzt haben wir gar nichts mehr. Die ganzen Erinnerungsstücke sind jetzt weg. Den Ring vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Tatsache, cool. Diese Symbole, sie führen hierher. Ja... Knopf. Ja, was haben wir jetzt mit den Knöpfen? Achso, die müssen wir einfach nur drücken, oder wie? Sieht so aus.
Nee, das war's noch nicht. Scheinbar. Ach so, das können wir doch mal drücken. Ach so, wahrscheinlich gehört da, sagen wir mal, ja, eine gewisse Reihenfolge oder sowas, schätze ich mal. Das haben wir, glaube ich, eh hier stehen. Das dritte Symbol, das vier. Ach so, das ist das Symbol. Okay. Das wäre dann das hier, ne? Ja, ich schalte nochmal alle aus, weil wir müssen das mit Sicherheit, also nochmal. Ja, tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen dauert, aber das gehört nochmal zum Spiel. Das Symbol an der Turmwand, okay. Das dürfte jetzt das hier sein, oder? Ja, dann drücken wir mal den Knopf. Okay, das ist eigentlich eh nicht so schwer. Da braucht man sich eigentlich nur dieser Tropfen oder was auch immer das sein soll. Wo ist denn der Tropfen? Das ist doch der Tropfen, oder? Dann drücken wir mal das hier. Das dritte sieht aus wie eine Art... Ja, wie sieht denn das aus? Wie ein abgerissener Bierhenkel, würde ich jetzt so schön sagen. Das wäre... Ja, das ist eh das hier, oder? Ja. Ich meine, wir sehen eh gleich, ob es klappt oder nicht. Das hier, weiß ich nicht, was das genau sein soll. Aber das ist, glaube ich, das hier. Ja. Dann das hier. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Ist auch egal. Das wäre dann das hier. Oh, cool, Leute. Ganz ehrlich, voll cool. Das sind bestimmt die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Würde ich jetzt an deiner Stelle nicht unbedingt... Ach du Scheiße. Können wir das durchlesen? Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Ja, wenn das Ganze nicht ganz so ungefährlich ist. Achso, wir können hier... Ja, ich würde sagen, wir gehen immer rechts, weil... Rechts ist cool. Ach du Scheiße, der Sound hier. Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Ist ja sonst noch was, was ich irgendwie... Vorwärts vielleicht? Ein Schwert. Ein Skelett. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Die Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Können wir das Schwert mitnehmen? Das wäre cool. Sehen wir mit einem Schwert. Ja, weil du das so einfach unter die Jacke kriegst, du Idiot. Ja, ich würde sagen... Okay, wir können nur geradeaus oder links. Ja, nachdem wir jetzt rechts gegangen sind, vorher gehen wir jetzt mal links. Fässer. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Dann berühre sie doch nicht. Okay, wir könnten wieder nach rechts, nach links oder... Ja, ich würde sagen, ich gehe noch mal links. Ist ja egal. Ist hier was? Ein Stoff. Eine Fahne. Cool. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Da ist ein Vogel drauf, oder? Nach links. Da ist was. Ein Helm.
Okay, ja, nehmen wir mal den Helm mit. Ein Ziegel. Da ist ja was, ein Ziegelstein. Ich habe etwas in der Ferne gehört. Ach du Scheiße, soll ich jetzt da hingehen? Ja, würde ich schon so sagen. Ui, ui, ui. Jetzt können wir wieder rechts oder links gehen. Okay, rechts oder links, ist das eine gute Frage. Ja, rechts wollte ich eigentlich, würde ich eigentlich lieber gehen. Ach so, da ist nichts. Eine in Stein gemeißelte Bestie. Ja. Ja gut, wenn hier eh nichts ist, wahrscheinlich kommen wir wieder in irgendeinen unendlichen Gang oder so. Ja, da gehe ich lieber links. Ah. Okay, was soll hier sein? Ach so, wir können hier auch noch her. Aber hier ist ja nichts, oder? Öffnung. Ich werfe einen Blick hinein. Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Leute, Samuel ist schon wieder draufgegangen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo gespeichert wurde. Nein, muss ich jetzt das Ganze nochmal machen. Ja, fuck, Leute, sorry. Ich schneide das eben raus, weil das ist wirklich zu viel. Bis gleich. So, Leute, ich habe es nochmal bisher gespielt. Wir werden es nochmal speichern. Ja, es wird nämlich spannend, Leute. Ganz ehrlich, ich habe voll Bock drauf gerade. So, also den Knopf drücke ich kein zweites Mal mehr. So dumm bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt weiter? Beziehungsweise, ja, es ist wirklich eine gute Frage. Ja, vielleicht müssen wir hierher, nachdem ich diese nicht drücken darf. Oder nicht reinschauen. Da ist ein Loch, sollen wir da jetzt runterspringen oder was? Kann man da reinschauen? Ich sehe den Boden nicht. Okay. Ich sehe den... Ja, dann gehen wir hier lang, würde ich jetzt spontan sagen. Ja, anders geht's eh nicht. Hier nochmal oder hier? Ja, gehen wir mal hier, würde ich sagen. Obwohl wir hier ja schon mal waren, ne? Okay, da ist ja auch nichts. Achso, wir können ja weit. Okay. Da geht's nicht weiter. Das ist schlecht. Der Weg ist blockiert. Super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal. Ach so, da sind wir am Anfang gewesen. Shit. Also hier muss definitiv irgendwo was sein, ne? Okay, dann gehen wir nochmal rechts. Ja, das Ding haben wir jetzt eh schon angesehen im letzten Part. Oh, da ist eine Kerze. Eine große Kerze. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Shit, Leute, ich hab voll Schiss gerade. Ach so, hier waren wir auch schon. Hoppala, nein, das wollte ich nicht. Hier ist ja auch nix. Okay, ich habe jetzt eine Theorie. Ich meine, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergelehnt, aber da geht's nicht wofür weiter. Wofür haben wir eigentlich das Schwert und in dem Sinne das Schild bekommen? Ja, ist eine wahnsinnig gute Frage.
Okay. Deswegen gehe ich jetzt nochmal dahin, wo der Abgrund war. Können wir hier irgendwas mit den beiden Dingen machen? Helm? Tatsächlich. Und das Schwert vielleicht auch? Ah, jetzt können wir drüber gehen. Cool. Jetzt rechts oder hier? Das ist eine Sackgasse. Ach so, hier können wir gar nicht. Shit. Ja, das ist ja mal krass, Leute. Ganz ehrlich, also. Moment mal. Soll ich nochmal abspeichern? Ja, wäre vielleicht nicht so dumm, ne? Ja, ist besser so. Ja, nicht, dass wir hier wieder sterben. Weil diese Öffnungen sind nämlich immer ein wenig... Ich will jetzt nicht sagen, dubelös, aber... Hier zum Beispiel. Eine kleine Öffnung in der Wand. Ach. Jetzt haben wir sogar was bekommen. Cool. Was genau? Talisman. Passt perfekt in die Hand. Ja, in die Hand, das bringt mir jetzt auch nicht viel, aber... Moment mal. Dieses eine Tor. Vielleicht passt da das Ding rein. Kann ja möglich sein, ne? Das ist ja ein geiles Rätsel. Also hier quasi. Ja, tun wir das Teil mal da rein. Ah, Ständer. Alter, wie pervers. Da fehlt etwas. Ja, und was bitte? Wir haben doch jetzt quasi nichts... Die Kugel, Leute, die schwarze. Jetzt ohne Scheiß, weil hier ist ja auch eine Kugel. Ja, passt das. Ja, Tatsache. Was bedeutet in diesem Fall Nische? Okay, was ist das? Eine Karte. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Ach so, jetzt haben wir quasi was geöffnet. Okay. Ja, coole Sache, Leute. Aber wir haben eh schon wieder lange genug gebraucht für den Part. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Ja, der nächste Part kommt eh bald. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt vielleicht einen Daumen hoch und einen Kommentar ab oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Bis dahin, macht's gut, Leute.